Hallo meine lieben Rollenspielfreunde da draußen und herzlich willkommen hier zu Vembrace Cold Soul, einem Spiel, das es ab dem 28.05.2019 auf Steam geben wird. Was ist Vembrace Cold Soul? Ja, es ist ein Rollenspiel, ein Arcade-Indie-Rollenspiel, das auch einige Elemente zu besitzen scheint auf den ersten Blick, das vielleicht so ein bisschen an Darkest Dungeon erinnert, aber nicht nur diese Art und Weise des Spiels ist da, sondern auch ganz, ganz klassisches Top-Down-Rollenspiel. Man läuft im Grunde halt auch unter Umständen in einer Stadt herum mit seiner Party, die man so im Gepäck hat, und betritt dann halt entsprechende Dungeon-Gebiete. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele dieses Spiel hier gerade eben zum allerersten Mal. Ich habe nicht viel Zeit, deswegen ist es auch nur ein Angezockt. Und ich persönlich bin gespannt, wie ihr es findet. Ich bin selber gespannt, wie ich es finde. Und sage gleich schon mal dazu, ihr könnt das Spiel euch natürlich auch auf Steam kaufen. Aber falls ihr Bock habt, ne, ihr kennt das Spielchen ja, ihr könnt euch das Spiel auch über meinen Affiliate-Link auf Gamesplanet holen. Unten in der Videobeschreibung ist es drin. Ich weiß momentan noch gar nicht, wie groß der Rabatt sein wird. Guckt einfach mal drauf, denn da steht momentan noch nichts drauf. Ab dem 28.05. ist das wahrscheinlich erst freigeschaltet hier. Ich habe hier so eine Preview-Presseversion. Bin jetzt selber einfach mal gespannt, wie das Spiel sich hier darstellen wird. Wir legen einfach mal los. Einfach mal so richtig schön blind rein. So, ja, ich brauche natürlich einen Speicherplatz. Und jetzt geht's mal los. Ladebildschirm. Sieht aber schon mal cool aus. Da sind wir. Der gefreite Bix meint, alles klar, dies ist der Ort, von dem ich euch erzählt, Herr. Gefreite Wedge. Also ihr seht schon, die Grafik ist schon sehr, sehr cool. Hat so ein bisschen so ein Anime-Comic-Style. Gefällt mir sehr gut. Sieht aus, als wären die Geister zuerst hier gewesen. Hat es sich wohl gelohnt, unseren normalen Weg zu verlassen, um hierher zu gehen? Wir patrouillieren heute nicht. Wenn wir nicht bald weitere Vorräte finden, werden wir alle in Schwierigkeiten geraten. Hast du einen besseren Vorschlag? Ich bin derjenige, der Celeste sagen muss, dass wir mit leeren Händen zurückgekommen sind. Ah, da gibt's noch eine Dame, die heißt Sarge. Halt die Klappe, wer weiß, was hier oben herumläuft. Schau dich einfach um und sieh nach, ob du etwas Nützliches findest. Schau dir die Tutorial-Grafik oben an und schwirr ab. Okay, das fängt schon mal gut an. Ich sag mal, die Tutorial-Grafik. Sie redet also offensichtlich mit mir. Okay, dein Charakter kann sich nach links und nach rechts auf dem Feld bewegen, das ist gut. Das Befehlsfeld unten links zeigt deine interaktiven Optionen mit der Umgebung an. 1, 2, 3, 4, okay. Dann das Befehlsfeld unten rechts zeigt dir die Optionen fürs Inventar, Bio, Codex und Kartenoptionen an. Ich nehme an, das ist Biografie. Im Inventar findest du alle Gegenstände, die dein Team mit sich führt. Schöne Bilder. Die Karte zeigt deine aktuelle Position, dein Ziel und Begegnungen auf dem Feld an. Die Bio zeigt dir die Statistiken deiner Teammitglieder, Fähigkeiten, Statuseffekte und ausgerüsteten Relikte an. Okay. Also ich kann jetzt hier so hin und her laufen mit WASD. Oh, sieht aber schon cool aus. Also das ist jetzt, glaube ich, dieser Aspekt, den man so ein bisschen aus Darkest Dungeon kennt, ne? So, gucken wir mal. Also hier ist momentan noch nicht viel drin. Da haben wir das Inventar. Okay, Inventar meines Teams. Das Schädelsymbol stellt eine Hellion da. Okay, Hellion. Okay. Die Währung, in der Gegenstände gekauft und verkauft werden. Das Waage-Symbol steht für deine Kapazität und zeigt an, wie viel dein Team tragen kann, bevor du mit Übergewicht herumläufst. Wir wollen alle kein Übergewicht. Weder im echten Leben noch in diesem Spiel. So dumm, da muss ich noch dran arbeiten. Jeder Abschnitt deines Inventars kategorisiert Artikel nach demselben Typ. Okay, das ist gut. Die meisten Gegenstände können an Händler verkauft oder aus deinem Inventar entfernt werden. Quest-Gegenstände verbleiben jedoch bei dir. Macht auch Sinn. Relikte, dargestellt durch das Diamant-Symbol, können ausgerüstet werden, um Statistiken oder Fähigkeiten zu verbessern. Einige Quest-Gegenstände können damit ebenso ausgerüstet werden. Okidoki. Ja, momentan ist da noch nicht so viel drin. Also das sind jetzt hier diese Tränke, das sind jetzt diese Quest-Gegenstände oder diese Relikte. Dann haben wir hier, was ist das? Altmetall. Cool. Verbliebene Metallstücke, die für eine Vielzahl von Anwendungen wiederverwertet werden können. Gewicht 3. Dann haben wir Seile und Faden. Viele Bewohner von
Dellach werden in der Lage sein, dies zu nutzen. Ich glaube, Dellach ist irgendwie das Gebiet und das Ganze spielt irgendwie auch in der Stadt Eisner. Ich weiß nicht mal, wie ich das unbedingt aussprechen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich auch geistig so ein bisschen gerade eben so ein bisschen überfordert. So, dann gibt es noch Überlebensausrüstung, gefüllt mit Feuerstein, Schießpulverfaden und anderen lebenswichtigen Utensilien. Wir haben hier noch die Rolle der Zustimmung. Zackhards Zustimmung, sich frei in Dellach und an der Oberfläche zu bewegen. Dies gibt mir die Autonomie zwischen Dellach und Eisenair zu reisen. Ah, ja, da steht schon mal, ne? Ich habe hier gerade eben neben mir noch was offen, wo ich das lesen kann, wie die Stadt heißt und so. Aber damit endet auch schon mein Wissen. Okay, was haben wir da noch? Das ist die Bio. Erfahre hier mehr über die Statistiken deiner Leute, Fähigkeiten, Statuseffekte und ausgerüstete Relikte. So, also Relikte sind offensichtlich, wie es aussieht, einfach Items, Waffen, Rüstungen und so. Drücke links oder rechts, um zwischen den Charakteren in deinem Team zu wechseln. Das Herzsymbol stellt die Gesundheit dar. Aha, 20 von 20. Das Flammensymbol stellt deine Vitalität dar. Das ist wahrscheinlich dann sowas wie Ausdauer oder so, nehme ich mal an. Das gekreuzte Schwert stellt den Kampf dar und repräsentiert die Fähigkeit des Charakters im Kampf. Also der Typ hier wäre zum Beispiel gut im Kampf. Das Schlüssel-Dietrich-Symbol stellt die Geschicklichkeit dar und repräsentiert die Fähigkeit des Charakters zu stehlen und zu plündern. Okay, das ist gut zu wissen. Das Stern-Symbol stellt die Handelskunst dar und repräsentiert die Fähigkeit des Charakters mit Händlern zu verhandeln. Das Auge-Symbol stellt die Wahrnehmung dar und repräsentiert die Fähigkeit, einzelne Fallen zu erkennen. Der Erfolg der Gruppe wird von Verbündeten mit der höchsten Stufe bestimmt. Ah, okay, also im Grunde einfach muss man nur einen dabei haben, der das kann. Alles klar. Das Zeltsymbol stellt die Überwachung dar und repräsentiert die Fähigkeit des Charakters, sich während dem Kampieren um die Gruppe zu kümmern. Ah, also wie gut er im Grunde Nachtwache hält. Ich verstehe. Kampffähigkeiten können im Kampf ausgeführt werden. Normale Fähigkeiten sind die Standardfähigkeiten deiner Charaktere. Die Mana-Fähigkeiten kann nur verwendet werden, wenn sie mit Mana-Punkten aufgeladen wurde. Dieser Abschnitt zeigt die Ausrüstung deiner Gruppe an. Du kannst den Wert und den Nutzen verschiedener ausgerüsteter Relikte hier überprüfen. Benutze den Formation-Button, um Anordnungen deiner Teammitglieder zu ändern. Okay. Also ist im Grunde sehr, sehr ähnlich wie Darkest Dungeon. Und möglicherweise musst du ein Gruppenmitglied entlassen, um neue Kameraden zu gewinnen. So, also der Kollege hier, das ist der gefreite Bix. Ein erfahrener Kämpfer, der durch gefährliche Expeditionen rund um die Welt gehärtet wurde. Der scheint auf jeden Fall ein guter Kämpfer zu sein. Scheint auch ansonsten hier sehr, sehr gut zu sein, was das jetzt hier angeht, mit Aufpassen und Wache halten. Gebet. Es scheint ein Perk von ihm zu sein. Heilt sich selbst mit 4 Gesundheit und erhält Inspiriert-Status für den Kampf. Plus 1 für 2 Runden. Darüber hinaus Angriff. Füge Kampfschaden auf ein Kurzreichweitenziel durch, wie auch immer. So, jetzt gehen wir mal. Ich wollte eigentlich die anderen auch noch anklicken. Okay, ich muss wirklich mit Maus links, rechts. Ah, er ist schon ganz rechts. Okay, ich habe bloß immer nach rechts geklickt und habe mich gewundert, warum nichts passiert. Gefreite Wedge. Ein erfahrener Kämpfer, der die gefährliche Explosion. Naja, der wurde auch gestählt und gehärtet. Die beiden unterscheiden sich wertetechnisch relativ gering. Nur hier, der ist nochmal ein bisschen schlechterer Kämpfer, ist dafür ein bisschen besser im Handeln. Wirbelwind. Wahrer Schaden, okay, auf mittlere Reichweitenziele. Füge, okay, also der kann irgendwie, so wie es aussieht, auf mittlere Reichweite Schaden machen. Also er ist der Tank, er ist der Zweitreihenkämpfer und wer bist du? Sarge, ein Saboteur, der sich bei den Aufklärungsmissionen auszeichnet, bei denen es um hohe Einsätze geht. Ist so, wie es aussieht. Okay, von den Werten her ist sie total overpowered im Vergleich zu den anderen beiden Typen. Also wenn das erfahrene Kämpfer sind, dann will ich nicht wissen, was sie ist. Holy shit. So, dann gucken wir mal. Was hat der geheißen? Genau, ich kann jetzt hier die Reihenfolge ändern. Das ist die Kampfreihenfolge. Da sehen wir auch quasi, mit welchen Fähigkeiten sie, so wie es aussieht, hier kämpfen können. Okay. Bin ich zufrieden. Was ist das jetzt? Die Map? Die Karte zeigt deine aktuelle Position. Super. Ah, es gibt einfach drei. Das finde ich lustig. Entschuldigung. Okay, sieht auf jeden Fall gut aus. Jetzt können wir. Okay, ihr seht, es ist eine Eiswelt. Ich kann auch gleich sagen, was da los ist. Der Schattenkönig hat die große Stadt Eisenair einfach mal verflucht. Und seitdem gibt es hier Dauerfrost. Und jetzt Fortschritt gespeichert. Oh Gott, jetzt kommt gleich ein Kampf. Auf jeden Fall kehren, so wie es aussieht, die überlebenden Menschen jetzt hier so nach und nach irgendwie in dieser Fantasy-Welt hier wieder zurück. Und wir sind anscheinend ein Teil davon. Aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Oder ich ahne es nur.
Immer noch auf der Suche nach Dingen, die ich jetzt tun kann. Eine Tür! Die ist ab. Ist sie abgeschlossen? Öffne sie, ich und schütze dich. Okay, Interaktionssymbole repräsentieren eine Vielzahl von Möglichkeiten, die du mit der Umgebung um dich herum interagieren kannst. Aha. Eine Menge Gedöns. Und halte den Anzeigebutton, um eine Aktion mit bestimmten Objekten auszuführen. Okay. Kisten wie diese können wertvolle Beute enthalten. Auch gut. Aber wo ist jetzt dieser Interaktionsbutton? Ah, da ist dieser Interaktionsbutton. E muss ich drücken. Alles klar, das macht Sinn. Also man kann es bis jetzt weitgehend einfach mit WASD und Maus spielen. Oh, was ist das? Da geht nix. Aber kann ich da drüben noch irgendwas machen? Ich kann sogar zurückgehen. Cool. Ja, dann lass mal gerade eben mal gucken, ob ich hier irgendwie etwas noch... Nämlich jetzt gerade eben nicht so sehr auf die... Dingens geachtet. Ne, hier ist tatsächlich nichts. Hier ist tatsächlich nichts. Die Maus ist auch einfach nur so Beiwerk, so wie es aussieht. Also hier kann ich nicht durch, das ist versperrt. Hm, ich habe etwas gefunden. Sieht wie eine bestimmte Art Kiste aus. Eine bestimmte Art Kiste? Ich meine, eine Kiste ist egal. Ist halt eine Kiste, ne? Nun, auf was wartest du? Okay, auf geht's. Die wissen anscheinend nicht, wie es aufgeht. Ich habe vergessen, wie man sie öffnet. Hirnfrost wird wohl das Geheimnis sein. Der trägt ja nicht mal irgendwie einen Hut oder so. Bei der Kälte kann das Gehirn schon mal einfrieren. Was? Allmutter, hilf mir. Es ist ein Wunder, dass ich so lange überlebt habe in dieser Armee voller Idioten. Drücke und halte die Taste beziehungsweise den Button, wie es in der Tutorial-Grafik angezeigt wird und voila! Es ist gewöhnlich eine gute Idee, jemanden mit hoher Geschicklichkeit die Drecksarbeit machen zu lassen. Also dich. Dann... Ich sehe das jetzt. Behälter wie diese können wertvolle Beute enthalten. Ja. Der Charakter mit der höchsten Geschicklichkeit hat eine Chance, die Kiste zu öffnen und Beute zu finden. Plündere mit geringerer Wahrscheinlichkeit können Schwierigkeiten beim Öffnen der Truhe haben und finden oft weniger Beute. Ja, wie mache ich das jetzt? Also, wie kann ich jetzt ihr sagen, dass sie das tun soll? Muss ich jetzt... Ich versuche jetzt immer rauszukriegen, wie, also ob ich jetzt die nach vorne packen muss. Ah, es ist die vorne, okay. Ui, Müll! Genau das, was ich mir nicht gewünscht habe. Des einen Müll ist des anderen Schatz. Okay. Noch mehr Müll und noch mehr Altmetall. Was ist das hier? Achso, da kann ich jetzt Einzeldinger nehmen und mit R plündere ich einfach alles. Okay. Die Kisten hier sind unterschiedlich zu denen in den Edena. Vergiss die Kiste, du kannst dein Inventar und den Charakterbio überprüfen, wie es in der nächsten Tutorial-Grafik angezeigt wird. Okay, jetzt muss ich allerdings wieder... Sie wieder nach hinten packen. Ihn wieder nach vorne. Okay. Oder ich habe es einfach nur umständlich gemacht. Das kann natürlich auch sein. Aber ich so, also ich meine, wenn ich den richtigen Charakter und so nehmen muss, dann muss ich den richtigen Charakter ja nehmen, ne? Es friert hier draußen. Glaubt ihr, dass die Geister näher kommen? Ach übrigens, ja, die Leute, die übrigens wiederkommen, sind die Geister, ne? Die sind alle auf Rohren. Es gibt hier, also... Wir kämpfen ja gegen Geister. Also hat schon so ein bisschen was von Darkest Dungeon. Habt ihr das vergessen, das Geistometer mitzunehmen? Wir sollten weitergehen. Es nützt nichts, den Weg zurückzugehen, den wir gekommen sind, wenn sie... Bleib zu lange an einem Ort und sie werden dich einholen. Vergiss nicht, wenn deine Gesundheit oder Vitalität auf Null sinkt, sind wir die Geister, die hier rumspucken. Auf geht's! Ich fühle mich unwohl. Dieser Ort macht mir Gänsehaut. So, der rote Balken in deinem Charakter hat, zeigt die Gesundheit an. Wenn die Gesundheit eines Charakters auf Null sinkt, stirbt er. Gesundheitsschäden treten normalerweise während des Kampfes auf. Ja, oder wenn man einen Schnupfen hat. Vor allem in Männerschnupfen. Der gelbe Balken in der Charakter hat, zeigt die Vitalität an. Ein Charakter stirbt ebenso, wenn die Vitalität auf Null sinkt. Das ist also doch keine Ausdauer. Schäden an der Vitalität treten normalerweise durch den Stress der Erkundung auf. Ah, okay, das ist wirklich wie bei Darkest Dungeon im Grunde. Du bekommst Mana-Punkte durch kritische Aktionsboni und Rundenbeendigungen im Kampf. Wenn du genug sammelst, wird dein Mana aktiviert. Okay, weiter geht's.
Ich möchte einen Kampf sehen, Freunde. Oh, das schreit doch schon nach Infraschall-Totem. Du trittst auf eine Falle, die Infraschallwellen ausbreiten und eine seltsame Spannung verursachen. Gesundheit minus 2, du erleidest Handzittern. Vermieden, sei vorsichtig, dieser Weg ist gefährlich. Okay. Alles klar. Eine weitere Falle. Am besten übernimmt eine Person mit hoher Wahrnehmung die Führung, um diese zu vermeiden. Fallen sind gefährliche Gegenstände in Eisenair. Dein Gruppenmitglied oder das gesamte Team könnte durch eine aktivierte Falle Schaden erleiden. Charaktere mit hoher Wahrnehmung werden deiner Gruppe vor drohenden Gefahren warnen und es dir ermöglichen, unerwartete Verluste durch Fallen zu vermeiden. Anführer mit niedriger Wahrnehmung werden Fallen viel leichter auslösen. Einige Aktionen haben eine Fehlschlagwahrscheinlichkeit. Wenn du diese grüne Runen siehst, bedeutet dies, dass dein Versuch ein Erfolg war. Die roten Runen bedeuten, dass deine Aktion fehlgeschlagen ist und du bestraft wirst. Manu. Die grauen Runen bedeuten, dass du daneben geschlagen hast und der Feind deinen Angriff ausgewichen ist. Das blaue Skript bedeutet, dass du deinen kritischen Treffer verursacht hast und deine Effizienz der Aktion maximiert wurde. Okay, das heißt also, ich soll jetzt sie nach vorne packen? Sehe ich das richtig? Kommt mir irgendwie nicht gesund vor. Ich meine, so rein kampftechnisch. Der gefreite Wetsch meint, ich habe etwas in der Entfernung gesehen, was sich da bewegte. Haltet eure Waffen bereit und überlegt schnell. Lasst uns sicher gehen, dass wir heute alle nach Hause zurückkehren. Ich bin bereit. Ui, Zombies oder was seid ihr? Verrückte irgendwas. Du hast feindliche Einheiten getroffen. Dein Team befindet sich auf der linken Seite und das gegnerische Team auf der rechten Seite. Das ist mir aufgefallen, liebes Spiel. Und dann haben wir noch, jeder Charakter in deinem Team hat eine Platznummer, steigend von der Mitte. 1, 2, 3, 4, genau in jede Richtung. Die untere Leiste zeigt die Reihenfolge der Züge mit der Hut-Party-Symbolen an. Eine höhere Wahrnehmung gibt den Charakteren einen Vorteil in der Initiative. Wenn zwei Charaktere die gleiche Wahrnehmung haben, wird der vordere die Initiative erhalten. Wenn das Symbol eines Charakters den Punkt erreicht, ist er oder sie an der Reihe, um Aktionen auszuführen. Normale Fähigkeiten sind die Standardfähigkeiten deines Charakters. Dein Mana ist kraftvoll, aber es muss durch Mana-Punkte aufgeladen werden. Die Verwendung von Schutz hilft deinem Charakter, sich selbst zu verteidigen. Dies kostet einen Punkt Vitalität. Es ist ein nützlicher Weg, sich gegen feindliches, kraftvolles Mana zu verteidigen. Du erhältst dadurch eventuell Mana-Punkte. Okay. Man darf sich quasi selber unter Stress setzen, so verstehe ich das, um dann wiederum quasi effizienter sich auf gegen solche Mana-Angriffe vorzubereiten. Deine Charaktere können ihren Zug aber auch passen. Du kannst keine Gegenstände oder Relikte während des Kampfes tauschen. Vielleicht solltest du vorher die Karte und die Bio überprüfen, um die größtmöglichen Nutzen aus der Planung des nächsten Zuges zu ziehen. Danke, Spiel, dass du mir das jetzt sagst, wo ich im Kampf bin. Und zum Schluss, Entschuldigung, Formationen erlauben dir, deinem Team während der Hitze des Gefechts neu zu gruppieren. Flucht ist auch eine gute Option, um einem Kampf aus dem Weg zu gehen. Okay, wir fliehen dann mal. So, was soll ich jetzt mit ihr machen? Sie kann jetzt Dinge tun. Achso, sie ist jetzt einfach dran. Also sie kann jetzt hier eine Fernwaffe verwenden. Für jede Fertigkeit gibt es drei Reichweitentypen. Kurze Reichweite, mittlere oder lange Reichweite. Kurze Reichweite-Fähigkeiten sind nur verfügbar, wenn du an der ersten oder zweiten Position stehst. Und du kannst nur Feinde in der ersten oder zweiten Position angreifen. Mittlere Reichweite-Fähigkeiten können an jeder Position verwendet werden, aber du kannst nur Feinde in der ersten oder zweiten Position angreifen. Lange Reichweitenfähigkeiten können in jeder Position verwendet werden und können jede feindliche Position angreifen. Wenn ein Feind in der ersten Position besiegt wird, besetzt der nächste gelegene Feind in einer beliebigen Position diese freie Position. Wähle dein Ziel. Dein anwesendes Ziel ist in der Monsterhut sichtbar. Okay. Ah, ich kann jetzt hier hin und her schalten. Ja gut, wir holen jetzt erstmal den vordersten weg, würde ich sagen. Die haben alle gleich viel Leben. Bäm. Autschi, es ist tot. Also wenn es nicht vorher schon tot war. Ja, das ist ja cool. Warte mal, was können wir jetzt machen? Jetzt schlagen wir einfach mal zu, ne? Zack. Okay, die Animation ist ehrlich gesagt gar nicht mal so, so hässlich. Also ich finde es echt cool. Das gefällt mir. Was können wir jetzt hier machen? X. Oh, geil. Moment. Kann der beide gleichzeitig? Der kann beide gleichzeitig angreifen. Der Typ ist ja krass, ey.
Das gefällt mir. Oh, das hat aber Mana gekostet, wie wir gerade eben sehen. Eine ganze Menge. Das hat die gesamte Mana gefressen. Kann ich die nicht plündern? Okay, anscheinend kann ich diese nicht plündern. Ich habe euch doch gesagt. Entschuldigung, ich habe euch doch gesagt, dass ich ein schlechtes Gefühl bezüglich dieses Ortes habe. Du bist derjenige, der darauf bestanden hat, dass wir hier herausgehen. Bei all den Umständen streitet ihr euch ständig untereinander, wenn ihr zu Eiszapfen werden wollt. Wir haben die Beute, für die wir gekommen sind, hier draußen. Ist es kälter als eine Hexentitte? Ich bin bereit, zurückzukehren. Wartet, Jungs. Jungs vor allem. ich sehe jemanden. Sieht aus wie ein Mädchen. Wer ist sie? Ja, wer das ist, liebe Leute. Das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, ne? Wenn euch das Spiel gefällt, denkt dran, kommt am 28.05. raus und ihr könnt's bei Games Planet hier über meinen unteren Link, also in der Videobeschreibung, euch besorgen. Ob's ein Rabatt, also wie groß der Rabatt ist, weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt einen, denn bei Games Planet gibt's immer einen. Und denkt dran, ne? Wenn ihr mich damit unterstützen wollt, lieben gern. Ich bekomme nämlich dafür einen kleinen Obolus, wie sagt man, eine Provision, falls ihr es über meinen Link kauft. In dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für Kommentare, Fragen, Anmerkungen, danke fürs Bewerten des Videos und danke an meine Patrons und bei denen wir immer ganz vorne mit dabei, Pastor Pinsi und The Devil for HD, meine beiden Ehrendoktoren und Gefährten. Haut rein, macht's gut, tschüss und Ade.